Hallo, ich bin Laps Kowalski. Ich schreibe Bücher. Und nachts mache ich mir manchmal so meine Gedanken. Die Kunst, die eigene Überheblichkeit bis zu einem Grade prämaximaler Vollendung zu entwickeln, ist vielleicht das größte Talent der menschlichen Spezies. Darum bezeichnen wir uns auch gerne als die Krone der Schöpfung. Könnten Sie es? Andere irdische Lebensformen lachten uns dafür aus. Ameisen etwa, Bärtierchen, Pilze, alle weitaus unbezwingbarer und souveräner als wir. Der Zustand unseres Geistes, unseres Gemüts, sowie der Zustand unseres Planeten, den wir in einen toxischen Saustall verwandelt haben, scheint nur eines zu bezeugen. Was uns von anderen Lebewesen unterscheidet, ist eine recht komplexe Form der Dummheit. Sie ist unser eigentliches Zuhause. Ich verblöde, also bin ich, ruft der Mensch. Es ist vermutlich nicht einmal sarkastisch zu behaupten, dass es Taschenkrebse und Seegurken gibt, die über einen höheren Intelligenzquotienten als ein durchschnittlicher Mitteleuropäer verfügen. Nein, mitnichten sind wir, der Homo sapiens, die Krone der Schöpfung. Denn was uns leitet, ist ein kurioses Prinzip der Verneinung, nämlich nicht zu hungern, nicht zu frieren, uns nicht zu langweilen, nicht zu verletzen, nicht einsam zu sein. Und was uns des Weiteren leitet? Wir wollen Dinge besitzen. Und das ist dann wirklich idiotisch. Denn, wie heißt es so schön, erst besitzen wir die Dinge, dann besitzen sie uns. Aber wir lieben Besitz, weil er eine Leere ausfüllt. Und als Rainer Maria Rilke den berühmten Panther in seiner Welt aus Eisenstäben beschrieb, beschrieb er im Grunde uns Menschen. Ihr erinnert euch? Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um meine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf, dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Gibt es einen depressiveren Text? Dieser Text sagt uns, wir haben es gründlich vergeigt. Egal, was immer wir tun, wir werden nicht glücklich sein, nicht frei. Noch nie ist ein Mensch als Sieger gestorben. Was ist der Mensch? Ein Konglomerat aus wenigen Affekten. Hunger, Schuld, Angst, Scham. Aus einer ihm angeborenen Kreativität entwickelt sich schon bald ein stupider Hang zu Perfektionismus. Aus einem Wesen fähig zur Freude, Liebe und Empathie wird eine fortwährend gekränkte Kreatur, welche sich bedroht und angefeindet sieht. Ihr Selbstgefühl beginnt, aus den falschen Quellen zu schöpfen. Die Sinnfrage stellt sich nicht mehr. Die Order, funktioniere, arbeite, kaufe, hat sie ersetzt. Wenn du brav bist, nicht ausbrichst aus deinem Käfig, werden die anderen dich akzeptieren. Aus Selbstvergleich wird Optimierungsdruck. Neid entsteht, Neid auf jene, die es vermeintlich geschafft haben, ordnungsgemäß funktionieren. Das Konzept, Erfolg, Karriere, Statussymbole, ein optimierter Körper. Was außer Acht bleibt, das sind Seele und Geist. Aber natürlich hat die Progression der Allgemeinverdummung, hervorgerufen durch Internet, Smartphones, Google, Facebook, TikTok und Co., auch einen riesigen Vorteil. Wissenschaftler arbeiten daran, die leeren Gehirne zukünftiger Generationen als CO2-Speicher zu nutzen, eine profunde Maßnahme
gegen die zunehmende Klimaerwärmung. Danke.